So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Advance Wars 2 Black Horizon, die Advance-Kampagne. Der Kenji ist heute wieder mit dabei und ja, wir haben gesagt, wir machen jetzt erstmal Yellow Comet, die restlichen Missionen fertig, ne? Ja. Und Kenji hat gemeint, ich soll doch bitte mit Sensei weitermachen, also machen wir das doch. Das ist eigentlich die erste von den beiden Sensei-Missionen. Die zweite haben wir ja schon gemacht. Das ist nur zur Information eine ganz, ganz stinknormale Mission, wo es einfach nur darum geht, den Gegner auszuschalten. Also keine irgendwie großartigen Extra-Ziele. Es geht einfach nur darum, besiegt den Gegner. Entweder durch Hauptquartier capturen oder alle Truppen besiegen. Der Gegner hat zwei Kanonen, wie ich sehe. Yep, zwei Mini-Cannons. Das sind die mit dieser Mini-Reichweite hier. Und es ist Fog of War. Ja, wir haben Kriegsnebel, genau. What the fuck? Ja, das ist ein sehr guter Ausdruck dafür. Soweit ich weiß, hat der da ein paar Kreuze im Wasser, die mich ein bisschen ärgern werden. Oh ja, Marine. Marine waren jetzt immer nervig. Ich mag die Marinekrieg in diesem Spiel nicht wirklich. Habe ich seit der letzten One Conquer-Aufnahme eine leichte Allergie gegen. Ach ja, bis dahin ist diese Folge wahrscheinlich noch nicht mal raus. Den ganzen Shogun-Schlachtschiffen. Mache ich noch was? Brauche ich noch mehr T-Copter? Das Ding da hinten würde ich vielleicht gerne noch besetzen. Einer geht noch. Nächste Runde gibt es dann einen B-Copter. Ah, oh, da war der Kreuzer. Oh, dein armer Bauer. Gut, mit dem da hinten sollte ich jetzt erstmal vorsichtig sein mit dem, was ich hier mache. Das heißt, ich gehe erstmal in die Richtung. Hier müssen wir erstmal fertig besetzen. Wie weit reichen die Kanonen? Okay. Den Copter stelle ich einfach mal hier hin, weil damit ist dieses ganze Ding hier wegen diesem Berg auch noch schön vor allen Fahrzeugen blockiert. Muss man einfach nur dieses Feld hier blockieren. So. Copter kann Bodenfahrzeuge blockieren. Yep. Meine Gegner können meine Reihen nicht durchbrechen und ich kann die gegnerischen Reihen nicht durchbrechen. Jetzt, wenn ich wüsste, wo dieser blöde Kreuzer ist. Hier in der Nähe ist auf jeden Fall nicht. Jetzt habe ich extra mal ganz kurz einen Speer gebaut, damit ich ein bisschen mehr sehe. Dafür sind die Späher ja eigentlich ursprünglich da. Oh, da ist eine ganz, ganz nette Überraschung schon. So. Okay, dann liegt auch irgendwo noch eine Fernwaffe rum und... Ah. Okay, der Kreuz ist da oben. Es ist nur blöd, wenn man da einfach echt nichts sieht. Gut, jetzt sehe ich den Kreuzer zumindest, wenn er den dort nicht wegbewegt, ist mir das eigentlich ganz recht. So.
Ich kann mit einem K-Heli nämlich eigentlich auch einen Kreuzer ausschalten, sofern ich den Erstschlag kriege. Ja. Die muss der jetzt kaputt machen. Und da zieht er sich auch gleich erstmal zurück. Mit seinem Kreuzer. Das, wenn ich mache, geht ja gar nicht. Moment, ich muss das so machen. Damit ich den Wald im Blick behalten kann. Weil alles, was in dem Wald steht, sehe ich nicht, wenn ich nicht direkt daneben stehe. Was mache ich mit dem K-Heli hier? Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Ich werde hier erstmal anfangen, das Zeug hier zu bombardieren. Brauche ich einen T-Heli oder brauche ich keinen? Ich schaue mal, ob ich den da wieder bis da hochkriege und dass mir der blöde Kreuzer wieder daherkommt und mir einen abknallt. Kommen dann ja schon mit einer Co-Power daher, aber nachdem das ja immer noch nur Adder ist, ist mir das eigentlich ziemlich egal. Adders Co-Power ist von den ganzen Co-Powers, die es da eigentlich gibt, eine der weniger schlimmen, sage ich mal so. Sie kann zwar taktisch richtig gut sein und alles, aber es ist jetzt nichts, wovor ich großartig Angst habe. Naja, wenn er sie richtig einsetzen würde. Richtig eingesetzt ist diese Gabe wirklich gut. Da will ich jetzt mal überhaupt nichts sagen und so, aber KI und guter Einsatz von Gaben, das ist immer so eine Sache. Hierher. Mach hier noch mehr Infanterie. Mach einen Kopter. Da bearbeiten wir langsam aber sicher die Mini-Cannon da. So, ich habe noch 5000, damit lässt sich jetzt nicht mehr allzu viel anfangen. Den Bodenkrieg führe ich da hinten jetzt erstmal hauptsächlich mit Infanterie und Mecheinheiten. Das reicht für den Anfang auch erstmal. Ja, auf jeden Fall mit Sensei. Der hat ja seine super starken Imba-Mech-Einheiten. Du musst dahin. Du gehst dahin. Du gehst dahin und haust den Panzer da mal weg. Du gehst hier hin und du haust den Panzer da mal weg. Mehr Mech-Einheiten. Du fängst dann da unten das Besetzen an. Du gehst hier mal auf den Berg. Ich will sehen, was hier in der Umgebung ist. Eine Mini-Cannon weniger. Okay. Dann machen wir hier einen Mech und noch den K-Heli. Damit kommt der Sensei ja am besten zurecht. Da kommen die Kreuzer.
ist schön, ich habe gerade 3K Helis in Reichweite. Was ich ja bei der Black Hole Armee ein bisschen faszinierend finde, die Fahrzeuge sehen alle so ferngesteuert aus. Ja, das ist so eine Eigenart bei denen. Ach du, der kriegt echt noch 82% auf dem von dem B-Copter auf dem Kreuzer? Holy. Ich hätte nicht gedacht, dass es gleich so viel ist. Ich wusste, dass noch einiges an Schaden draufhauen kann, aber ich hätte jetzt eher so Richtung 60-70% gerechnet, aber 82? Holla. Mal ganz kurz noch das hier. Einfach um noch ein bisschen mehr Mech-Einheiten zu kriegen. Die tun wir doch gleich mal wieder einen. Dann habe ich hier nämlich gleich wieder ein bisschen mehr Kohle und kann mir gleich noch ein Kahidi leisten. Kahidis sind eh wichtig für die Mission. Ich sollte zwar nicht alles damit machen, aber... man kann zumindest eine Menge mit denen machen. Gehen wir den mal dahin. Nachdem seine zwei Kreuzer jetzt so gut wie weg sind. Ja, die machen nicht mehr viel. Ja, mit 2 HP, mit nur noch 20% Damage Output. Und er steht kurz vor einer Super. Oh, da steht irgendwo ein Raketenwerfer oder eine Arti. Ich gehe mal eher von dem Raketenwerfer aus, weil ich nicht wirklich noch einen Wald in der Nähe sehe, aus dem das Ding hätte schießen können. Ach, er hat die Dinger vereint. Dann mach's mir halt noch einfacher. Da jetzt weiter zu besetzen, dann nicht wirklich Sinn. Ich gehe mal davon aus, dass der Raketenwerfer hier oder hier steht. Woanders kann er gar nicht stehen, oder? 1, 2, 3, 4, 5, ja. Der muss in dem oder in dem Wald da stehen. Jetzt hoffen wir mal, dass es der da oben ist. Wir können sie ja gleich rausfinden. Weil wenn er die Infanterie da hinten jetzt immer noch trifft, dann steht er da oben. Wenn er sie nicht trifft, steht er hier. So. Ah, da steht eine Arti. Das finde ich jetzt irgendwie gar nicht nett, dass da eine Arti steht. Mal hoffen, dass die Art hier auf den Späher schießt, weil den brauche ich da hinten nicht so unbedingt.
Okay. So langsam kriegen wir ja ein bisschen mehr Geld. Super. Wie viel Geld war das nochmal pro Gebäude? Man kriegt 1000 für jedes, wie nennt man das, für jeden Stützpunkt. Das ist, glaube ich, die neutralste Bezeichnung dafür. Ach, der hat dann noch irgendwo eine Art hier stehen. Oh, und eine Missel. Stimmt, da oben steht irgendwo eine Missel rum. Jetzt, wo es wieder irgendjemand so erwähnt und so. Also gut. Wusste ich's doch. Steht da oben. So, damit ist die zweite Mini-Cannon auch weg. Assistenten darf jetzt mal deswegen erstmal vorläufig besetzen. Okay. Ich habe hier ein bisschen Business mit so einer gewissen Artillerie noch offen. Die muss da weg. Ich gehe mal davon aus, dass da was steht, aber immer mal schauen. Ne, da steht nichts. Aber ich hab die zweite Arti gefunden. Sein. Okay. Anhand von den Positionen, wo das Ding geschossen hat, kann ich mal ungefähr ausrechnen, wo die Missel steht. Sie hatte beide anliegenden Felder hier in der Reichweite. Das heißt, die kann mal 1, 2, 3, 4, 5. Also hier steht sie nicht. Ich glaube, die steht hier oben irgendwo. Oder mein Kopter stand hier. Da muss die Missile eigentlich hier stehen, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, da kriegt sie die beiden hier in Reichweite. Hattest du denn nicht, dass das einer der einfacheren Missionen ist? Es ist die theoretisch einfachere Mission von den beiden Missionen, mit denen man mit Sensei spielt, aber... Ja... Weil die andere hatte ja keinen Kriegsnebel. Kriegsnebel ist immer so ein Faktor. Ja. So. Du verlierst durch deutlich mehr Einheiten. Ja, das ist sowieso... irgendwo. Bam. Okay. So langsam gewinne ich ein bisschen Boden hier hinten. Na, da steht auch niemand. Das bringt zwar jetzt nicht viel, aber jedes bisschen Schaden, das ich auf das Ding machen kann, ist schon was wert.
machen. Solange der da hinten nicht mit irgendwelchen Flakgeschützen kommt, ist mir das eigentlich alles recht. Flakgeschütze sind sowieso die größte Gefahr, die ist der größte Sensei-Konter. Flakgeschütze. Kontert alle Einheiten, die Sensei irgendwie mag. Ja. So, ich habe gesagt, die Missile steht da hinten. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, ich sollte nicht von der Seite aus angreifen. Ich darf aber sehr wohl noch von unten aus angreifen. Oh, da steht schon wieder ein Raketenwerfer. Der ist aber von einem Missile gedeckt, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, nee, Moment, der ist nicht gedeckt. Oh, da steht die Missile. Das ist interessant. Ja, kann man so formulieren. Gut, einen meiner beiden Kopter kriegt er. Aber nur einen. Es sei denn, der hat da noch eine Flak stehen. Einheiten wieder an die Front. Eine Arti weniger. Jetzt kann ich den schon mal dahin stehen, der sieht meinen Speer dann eh nicht. Solange ich im Wald bin. Okay, da ist die Flak